Ich habe mich von dir geliebt gefühlt und geborgen. Ich glaube wirklich, dass meine Mutter mich gar nicht wollte, dass sie schwanger geworden ist und das für sie gar nicht eigentlich, ich glaube, das war ganz schrecklich. Also ich bin ganz früh eben in dem Bewusstsein als Kind schon groß geworden, ich darf meine Eltern nicht überlasten. Zuwendung ist immer mit Bedingungen verbunden. Es sollte einfach mehr sein, was ich noch erreiche, damit du stolz bleibst und mir deine Anerkennung gibst. Du bist mein Geschwister und leider habe ich dich nicht kennengelernt. Dein Leben war sehr kurz und das ist schade. Ich kann mich schon sehr früh daran erinnern, dass ich das Gefühl hatte, nichts richtig zu machen und vieles falsch zu machen. Also habe ich eher den Mund gehalten und das war eigentlich auch eine der Ansagen. Jutta, du sagst dann was, wenn du gefragt wirst. Ich hatte immer das Gefühl, du bist dem Papa viel näher. Und ich habe dich drum beneidet. Ich wäre gerne öfter an deiner Stelle gewesen. Dass ich nicht genüge. Dass ich das nicht schaffe und dass ich einfach nicht gut genug bin. Das macht mich mürbe. Und das möchte ich nicht mehr. Dass jetzt das, was hier in dem Raum passiert, bitte in dem Raum bleibt, dass man draußen nicht drüber spricht. Ja, aber das verwässert sich wieder. Und was es in Wirklichkeit ist, ist ja das Leben. Dein Leben jeweils und das Leben deiner Familie. Ja, es ist viel mehr, als wie es hier scheint. Ne? Und darum wollen wir nicht damit umgehen, als wäre es ein Spiel. Es gibt Probleme, die Menschen schon lange mit sich herumtragen und Probleme, die sich immer wiederholen. Und das sind solche, die entweder aus der Kindheit kommen oder sogar aus einem familiären Hintergrund. Ja, und die Familienaufstellung will das eben deutlich machen, woher das Problem, das ein Mensch hat, kommt. Du bist der kleine Herbert in mir. Du bist der kleine Herbert in mir. Schau mich an, ich bin deine Zukunft. Schau mich an, ich bin deine Zukunft. Du hast einfach revoltiert. Du hast einfach revoltiert. Und dieses Revoltieren ist geblieben. Und das Revoltieren ist geblieben. Du, der kleine Herbert. Und du, der kleine Herbert. Kämpft noch immer in mir. Kämpft noch immer in mir. Dadurch, dass ich immer schon etwas überdurchschnittlicher, etwas größer war als andere, aber dafür eben extrem schlank und dürr, hat meine Mutter gemeint, mein Essen disziplinieren zu müssen. Und das ging nicht ohne Zwang und Schläge ab. Also die mildeste Form war noch, du bleibst jetzt hier so lange am Tisch sitzen, bis der Teller leer ist. Oder es wurde, wenn das eben nicht half, mit Schlägen gedroht oder nicht nur gedroht, sondern auch nachgeholfen oder ich wurde richtig zwangsernährt. Ich war relativ dick als Kind. Das heißt, nicht relativ, ich war ein dickes Kind. Dickes Kind mit ganz viel Haaren. Ich habe ganz viele Locken und lange Haare gehabt. Und ich habe ein Kleid an, ein weißes Kleid aus Tüll, aus Stoffresten, schwarze Lackschuhe und ich fühle mich unheimlich einsam. Dicke Beine, süßes Kind auf dem ersten Blick, aber ich habe mich nicht wohl gefühlt. Und ich dachte mir, ich bin falsch. Ich bin nicht richtig hier. Und dieses Gefühl hat mich
schon sehr stark begleitet bis heute. Mama, ich bin heute eine erwachsene Frau. Mama, ich bin heute eine erwachsene Frau. Die Eltern geben dir ein Päckchen mit. Ein Riesenpaket, du kannst es gar nicht tragen, es erdrückt dich. Und es wird vielleicht immer kleiner, von Jahr zu Jahr. Aber das Paket immer ist immer, das trägst du immer mit. Es ist immer auf deinen Schultern. Und du kannst nur hoffen, dass es kleiner wird, dass es dich dann... Ich stelle mir das immer so vor, ich habe ein Riesenpaket und ich laufe immer so gebückt und irgendwann schrumpft das Paket und so langsam richte ich mich auf. Ihr beide seid meine Eltern. Ihr beiden seid meine Eltern. Und was als Kind schmerzhaft für mich war, und was als Kind schmerzhaft für mich war. Und es war natürlich sehr schmerzhaft. Und es war sehr schmerzhaft. Das lasse ich in der Vergangenheit. Das lasse ich in der Vergangenheit. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Und darf auch vorbei sein. Und es darf auch vorbei sein. Erwachsene Menschen sagen einfache Sätze und brechen dabei in Tränen aus. Sätze, die mir nicht aus dem Kopf gehen, mich verfolgen, bis in die Nacht. Dabei ist es erst der Anfang meiner Arbeit. Ich mache einen Film über Familienaufstellung. Ich will wissen, was das ist und wie es funktioniert. Ich bin am Anfang meiner Recherche und verstehe bis jetzt nichts von dem, was ich sehe. Menschen gehen rückwärts in der Zeit und werden zu kleinen Kindern. Ein einziger Satz und lang vergessene Bilder tauchen auf. Bilder, die verstören. Kindheitsgefühle, ja, die einen wirklich immer wieder begleiten, so wie sich immer allein fühlen, oder? Zu kurz gekommen, nicht gesehen zu werden, ja, oder Angst zu haben. Und man spürt als Erwachsener, dass es nicht ganz angemessen ist, ja, die Art des Gefühls, aber es ist trotzdem da. Und das kann eben kommen einerseits aus Kindheitserlebnissen, es kann kommen aus früheren Generationen, denn die Schicksale und ihre Auswirkungen wirken sich in der Seele über Generationen hinweg aus. Meine Mutter war sehr hart gegen uns Kinder und auch gegen sich selbst. Und sie war gefühlskalt. Also in den Arm nehmen, das kannte ich eher nicht. Das hat eben mein Vater gegeben. Es gibt viele kurze Bilder, die ich dazu habe. Also ich gehe einkaufen, ganz banal, ich soll ein Brot kaufen. Ich komme zurück mit dem Graubrot
Und es war ihr nicht kantig genug. Sie hat es mir aus der Hand gerissen und hat gesagt, du hast schon wieder das falsche Brot eingekauft. Und das hat mich fassungslos gemacht. Und das hat mich, weil ich das ja schon kannte. Ich hatte es ja schon 10-mal vorher gemacht. Und ich wusste, ich komme nach Hause und das ist wieder das falsche Brot. Und ich habe immer so gern an der Kante rumgeknibbelt, weil das war so lecker. Und das habe ich mich schon gar nicht mehr getraut, weil ich wusste, sie wird daran rummäkeln. Und es ist nicht nur ein Mäkeln gewesen, sondern es war schon eine sehr harte Ansage. Kannst du nicht das richtige Brot kaufen? Es gibt's einfach, dass man Kinder kriegt und man liebt sie nicht. Man hat einfach Pech gehabt, wenn man dazugehört. Und meine Mutter hat mich einfach nicht wollen. Und sie ist einfach schwanger geworden und sie wollte es nicht. So einfach ist es. Mein Bruder und ich, wir sind dann ins Kinderdorf gekommen. SOS Kinderdorf. Wenn man sich das mal überlegt, man verschickt einfach die Kinder wie so ein Paket, wie so Ware. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich eine Zeit lang als kleines Kind jede Nacht geschrien habe. Ich bin aufgewacht und habe geschrien und irgendwann wieder eingeschlafen. Das ist ziemlich lange. Ich denke halt immer, es ist jetzt so, es ist, verändert sich, es wird leichter. Aber sobald ich irgendwie wieder mich wieder doch mehr auseinandersetzen muss, wieder mehr an meine Eltern denken muss, dann ist es so einfach, dann ist es wieder, da bin ich wieder so wütend und so enttäuscht. Und was mich halt einfach am meisten immer einfach verletzt und aufregt, dass es einfach nie aufhört. Papa, du bist mein Vater und ich weiß, wenn es ganz wichtig ist, kann ich auf dich zählen. Ich habe ein Problem mit Beziehungen zu Männern. Es klappt irgendwie nie, also es gibt immer einen Grund, dass es schief geht. Du bist mein lieber Papi und auch dir danke ich von ganzem Herzen für alles, was du mir mitgegeben hast. Du warst und bist für mich der beste Papi, den ich haben kann. Mein Lebensgefühl ist im Moment so, dass ich das gar nicht kenne, wie das ist, also zu sich selbst zu stehen so. Einfach zu sein. Da zittert alles und es fehlt die Sicherheit. Es ist schön, dass wir immer Geschwister bleiben. Dass ich so nah bei der Mama war. Daran bin ich unschuldig. Den Papa haben wir beide vermisst. Und unsere Schwester auch. Ich hab dich als Bruder lieb. Und ich möchte dich so gerne wieder als Bruder erleben. Manchmal fühle ich irgendwie, dass ich eben nicht ganz normal bin. Und da, wo ich denke, das ist nicht alles nur irgendwie von mir, das hat andere Gründe, das hat tiefer liegende Geschichten.
dass meine Essgewohnheiten etwas eigenartig sind, das ist ja schon eine Geschichte, die kenne ich 30 Jahre. Ich liebe gutes Essen, ich liebe schöne Speisen, aber ich habe das Gefühl, mein Körper nimmt sie nicht an, aus Gründen, die mir nicht zugänglich sind. Es kommt irgendwie nichts an. Und die Verrücktheit daran, die macht mir Angst. Nicht der Umstand selbst. Ich glaube nicht wirklich, dass ich verhungere oder irgendwie so etwas. Da ist noch etwas, was mir an die Existenz geht. Also es ist immer noch so, dass ich innerlich arg zusammenzucke, wenn mir jemand sagt, mein Gott, bist du dünn. Das klingt immer noch für mich, oh Gott, ich habe zu wenig gegessen, ich bin nicht in Ordnung, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich bin nicht lebensfähig, ich breche gleich zusammen, ich halte es nicht aus, weil mir die Kraft fehlt. Das sind alles die Sätze, die ich in meiner Kindheit gehört habe. Zuerst muss ja eine Anamnese gemacht werden, ja, um herauszufinden, was ist wirklich das Problem. Ja, weil oft ist es ja so, dass Menschen etwas schildern und erst durch die Hinterfragung dessen wird klar, was das wirkliche Problem dahinter ist. Und wenn das klar ist und eben ein Gefühl dafür ist, hat da schon eine längere Geschichte, das ergibt sich ja daraus, wenn man fragt. Und dann wird eben die Familie aufgestellt. Das heißt, es ist eine Gruppensituation und die Person ist ja alleine da. Sie muss also Repräsentanten finden für ihre Familienmitglieder. Ja, jetzt machen wir es mal. Die Mutter? Ja, der Vater? Ja, dich? Ja, jetzt die Großmutter mütterlicherseits. Gibt's den Großvater? Und dann, ja, dein Körper. Seid ihr soweit vom Einfühlen? Ja, die Mutter. Meine Mutter war verlässlich und vorhersehbar, auch in ihren rigiden Bestrafungen. Sie hat eine Form von strengem Rahmen gegeben, in dem ich mich zurechtgefunden habe. Ich wusste, also das geht und das geht nicht. Ich kann mich zum Beispiel im Kindheitsalter, so, also unter 6 Jahren, kaum daran erinnern, dass sie mich körperlich angefasst hat. Wenn, dann war es nur immer zweckgebunden. Das fühlte sich nicht schön an. Und das war immer so irgendwie so, also als hätte sie Angst vor mir. Aber dafür eben hat meine Mutter gemeint, mein Essen disziplinieren zu müssen. Und das ging nicht ohne Zwang und Schläge ab. Also mir geht's da gut. Grundsätzlich, es zieht hier ein bisschen an der Schulter, aber unmerklich. Ich sehe irgendwie nichts. Also da ist es, da kommt es irgendwie angenehm warm. Ich bin fokussiert auf die Geschwister. Von deinem Mann? Ja, da klopft mein Herz ein bisschen, aber nicht so, dass mich das jetzt so beeinträchtigt derweil einmal. Mir tut es wahnsinnig leid, dass mein Mann so weit weg steht. Ich weiß einfach nicht, was das ist. Keine Ahnung, was das hier ist. Weiß ich nicht. Weiß auch nicht, warum das da steht. Null Idee. Und warum ich meinen Sohn nicht sehe, verstehe ich auch nicht. Ich verstehe vieles nicht. Verstehst vieles nicht? Nein, vieles überhaupt nicht.
Ohne Groll. Ich verstehe es einfach nicht. Mhm. Und das tut mir sehr leid. Du verstehst es nicht. Und das verstellt er die Aussicht, oder ist das? Da habe ich die Idee, das wird schon einen Sinn geben, dass das da ist, aber ich kann den Sinn nicht begreifen. Und irgendwie ist so mein Puls, wenn ich irgendwas tun kann da, dann mache ich das. Aber es muss mir zuerst wer sagen, was. Mhm. Ja. Gut. Ja, der Vater. Die Unberechenbarkeit meines Vaters war, wenn er ausgerastet ist, dann konnte es fast lebensbedrohlich werden, weil er hat sich nicht mehr eingekriegt, er wusste nicht mehr, was er tat. Und ich erinnere mich, der schlimmste Fall so, dass er mich einmal gegen eine Wand geschleudert hat und ich habe dann 4 Wochen lang irgendwie nicht mehr tief durchatmen können. Warum dieses, sage ich jetzt mal, Thema Körper so groß vor mir steht, ist mir unklar und unerklärlich, dass das so groß sein muss vor mir. Also das lenkt mich sehr ab. Und zu meinem Sohn kann ich zwar hinschauen, aber das tue ich nur ganz selten, weil das so mein Hauptfokus ist. Ich bin so ausgerichtet auf das. Mhm. Und er fällt mir jetzt... Ich schaue einfach nicht oft genug hin für das, dass er mein Sohn ist, kommt mir vor. Die dramatischen Sachen passieren dann 1945 im Zuge der Flucht, dass die Mutter meines Vaters verloren geht bei einem Fliegerangriff auf den Flüchtlingstreck. Mein Großvater wurde auf der Flucht mitgenommen als Querschnittsgelähmter und die Kinder haben die Eltern nicht wiedergesehen. Die Geschichte meiner Mutter verlief ja noch etwas dramatischer. Jahrelange Zwangsarbeit, unberechenbare Erschießungen, Vergewaltigungen, nicht unbedingt als Opfer, aber sie hatte es ständig mitgekriegt. Und es blieb über Monate und Jahre unklar, ob man die nächste Nacht überhaupt überlebt oder den nächsten Winter. Im Winter gab es keine Arbeit und kein Essen. In der Rückschau habe ich das Empfinden, ich muss für meine Mutter eine ständige Provokation als Kind gewesen sein, weil ich sie ständig daran erinnert habe, dass, weil ich so verhungert aussah, permanent, in ihren Augen. Und weil sie das als vielleicht als Vorwurf empfunden hat oder ihr Bild einer guten Mutter unterminiert hat. Deswegen meinte sie dann eben so drastisch werden zu müssen und mich zum Essen Schlägen und brutaler Gewalt zwingen zu müssen. Man muss es so verstehen, dass natürlich die Erfahrung jetzt zum Beispiel einer Vertreibung und Flucht ja ein schwerwiegendes Ereignis ist, dass ja eine Familie, und wenn es jetzt die Großeltern oder sogar Urgroßeltern waren, prägt. Ja, das bleibt ja in Menschen als Erfahrung präsent. Und diese Erfahrung scheint sich weiterzugeben, die Wirkung dieser Erfahrung. Ganz offensichtlich. Ja, der Sohn. Ja, ich blick's nicht so ganz. Ich komme mir gespalten vor. Das bin ja eigentlich auch ich. Also. Ja. Das sollte eigentlich hierhin. Alles andere nehme ich gar nicht wahr. Ich sehe nur. Also es ist ganz seltsam. Mhm. Ja, dein Körper. Ich bin der Wichtigste von allen. Und ich mache, was ich will. Und was links und rechts neben mir ist, keine Ahnung. Also ich habe keinen Bezug zu nichts, deswegen bin ich... verstockt. Aber du machst, was du willst? Ja. Und keinen Bezug zu nichts, sagst du. Keinen Bezug. Ja.
Aber wenn du machst, was du willst, geht es dir damit schlecht oder nicht? Oder lässt sich das nicht sagen? Das ist einsam. Mhm. Aber ich bin trotzig. Mhm. Ich würde gerne zur Mutter. Mhm. Aber von der habe ich nur gehört. Mhm. Die spüre ich nicht. Gut. Das ist eine Doppelfunktion für dich. Dein Körper ist das revoltierende Kind in dir. Ja? Das sagt, zu Fleiß esse ich nichts. Ich brauche nichts mehr. Das verstockte Kind ist das. Und was er möchte, ist zur Mutter. Du bist der kleine Herbert in mir. Du bist der kleine Herbert in mir. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Ich, der Große, verstehe dich. Ich, der Große, verstehe dich. Dass du sehr verzweifelt bist. Dass du sehr verzweifelt bist. Sehr traurig. Sehr traurig. Und auch einsam. Und einsam. Du, der kleine Herbert. Und du, der kleine Herbert. Kämpft noch immer in mir. Kämpft noch immer in mir. Der kleine Herbert, der sich noch immer sträubt, essen zu müssen. Der kleine Herbert, der sich noch immer sträubt, essen zu müssen. Der gekränkt ist. Der gekränkt ist. Und traurig ist. Und traurig ist. Dass er scheinbar, so wie er ist, für die anderen nicht in Ordnung ist. Dass er scheinbar, so wie er ist, für die anderen nicht in Ordnung ist. Der glaubt, er müsste anders sein. Der glaubt, er müsste anders sein. Damit die anderen ihn mögen. Damit die anderen ihn mögen. Und der nicht verstehen kann. Und der nicht verstehen kann. Weshalb er dazu viel essen soll. Weshalb er dazu viel essen soll. Und das alles bist du in mir. Und das alles bist du in mir. Und jetzt verspreche ich dir, ich höre dich. Und jetzt verspreche ich dir, ich höre dich. Ich höre deinen Wunsch. Ich höre deinen Wunsch. Und dein Wunsch ist? Und dein Wunsch ist? Bitte nimm mich, wie ich bin. Bitte nimm mich, wie ich bin. Ja? Die kindlichen Verletzungen sind angesprochen worden. Einmal in diesem Zwiegespräch ich und mein Körper oder mein Körper und ich, wo diese Form von Kommunikation, wie soll ich mal sagen, nachgeholt wurde oder geklärt wurde. Das, was zwischen uns unstimmig war oder im Wege stand. Es war zeitweilig vielleicht auch anstrengend, aber das war eine Anstrengung, wo ich das Gefühl haben konnte, es ist nicht vergeblich, oder, sondern das führt irgendwo hin, wo es gut ist. Vertraue deinem Gefühl und nicht dem, was du denkst, dich wertzuschätzen. Du bist mein Opi, mein lieber, lieber Opi. Mein lieber, lieber Opi. Diese Beziehung war sehr innig.
das, was ich wirklich habe. Und dass du ja gut aufgehoben bist, wo du jetzt bist. Und dass du ja gut aufgehoben bist, wo du bist. Dass Menschen, die ganz schwere Schicksale hatten, sich trotzdem die Liebe bewahren konnten. Ja, was natürlich ein Geschenk ist. Ja, das kann ja niemand für sich jetzt einfach so veranstalten, sozusagen. Aber dass das möglich ist, ja, und dass sie sich mit den Personen, die ihnen ja unter Umständen sehr wehgetan haben, dennoch versöhnen können in dem Moment, wo sie auch wahrnehmen können, dass das ja jetzt nicht persönlich auf sie bezogen war, sondern dass dahinter eine Geschichte ist, die das natürlich verursacht hat. Ich habe Stimmen im Kopf und es hört nicht auf. Meine Kameras sind abgeschaltet, ich nicht. Ich will verstehen, was diesen Menschen bei der Familienaufstellung passiert, doch stattdessen kreise ich seit Tagen um mich selbst. Da sind plötzlich meine Eltern. Meine zärtliche Mutter, ihre Liebe und Fürsorge und mein Vater, der Kapitän, der nie zu Hause war. Ich glaube, alle Kinder lieben ihre Eltern. Erst wenn sie älter werden, halten sie Gericht über sie. Selten, wenn überhaupt, verzeihen sie ihnen. Was alles habe ich meinen Eltern nicht verziehen und später schweigend begraben. Ich mache einen Film, das kenne ich. Aber dass ein Film so viel mit mir macht? Jeder Mensch hat eine Kindheit. Ich fange an, nach meiner zu suchen, obwohl ich gerade das Gefühl habe, sie sucht nach mir. Sommerferien auf dem Land, die geliebte Großmutter, Mama und meine Schwester Bettina. In meiner Erinnerung waren wir immer nur Frauen. Ich denke an meinen Vater, den Kapitän, an meine Sehnsucht nach ihm als Kind, an die Freude, wenn er von seinem Schiff nach Hause kam und meine Traurigkeit, wenn er mich nicht wahrnahm. Ich habe immer noch Sehnsucht nach ihm, nur lange nicht daran gedacht. Wir reden nicht viel. Ich will das verstehen, wie ein paar einfache Sätze tiefe Verletzungen aus der Kindheit zurückholen, vergraben und lange verdrängt. Was genau passiert bei der Aufstellung mit imaginären Familienmitgliedern? Wenn ich weiß, wo der Schlüssel ist, weiß ich vielleicht, warum auch in mir plötzlich so viel hochkommt. Das ist so eine Sehnsucht des Menschen, halt eine Begründung zu haben. Aber in dem Fall muss man ja sagen, ist es so, wir sehen und erleben vor allem etwas, was ja tatsächlich wirkt. Und jetzt sucht man hinterdrein sozusagen eine Begründung dafür, ja, als müsste das unbedingt sein. Also ich verstehe es jetzt aus dem menschlichen Bedürfnis, eine Erklärung zu haben, aber in dem Fall muss man sich wahrscheinlich Zeit lassen, bis das wirklich offenkundig ist. Ich will trotzdem eine Erklärung. Ich lese, suche nach Beschreibungen, wissenschaftlichen Abhandlungen. Aber die tiefe Erschütterung, die Menschen erleben aufgrund eines einzigen Satzes an Mutter oder Vater, erklärt sich mir nicht. Vielleicht gibt es nur einen Weg, es selbst erleben. Ja, der war einfach weg. Der war einfach nicht da. Und das Bild von ihm war einfach so, er trinkt. Ich habe tatsächlich meinen Platz verlassen, sitze mittendrin auf der anderen Seite der Kamera und bin die Mutter dieses jungen Mannes. Das ist böse, das ist, ja. Ja. Dann stellen wir auf. Sozusagen mal einfühlen. Ja, seid soweit. Die Mutter
Also das einzig gute Gefühl, was ich am Anfang hatte, als noch nicht alle standen, waren meine Kinder, also besonders die Tochter, aber auch der Sohn. Die Tochter kann ich nicht mehr sehen, das ist ganz schrecklich für mich. Hinter mir, meine Mutter ist kaum auszuhalten. Also ich habe ganz starkes Herzklopfen durch ihre Präsenz. Es ist kalt, es stört mich. Zu meinem Mann habe ich gar keine Beziehung, also der kann da bleiben, aber auch woanders stehen, das interessiert mich eigentlich nicht. Also irgendwie alles, was hinter mir steht, das fühlt sich belastend an. Was vor mir steht, verstehe ich nicht, weil es verstellt mir den Blick auf die Tochter. Das da in die Richtung, also Sohn und dieses Kindheitsgefühl in der Natur, das ist ganz stimmig und das beruhigt mich. Aber insgesamt habe ich eigentlich keinen Platz, der für mich irgendeinen Sinn macht. Also man spürt ihm ja nach, ob man richtig oder falsch steht und kann dann ja sagen, ob man sich wohlfühlt oder nicht. Insofern ist das ganz wichtig, dass man das auch spürt, dass man eventuell falsch steht. Und genau das zu probieren, also sich da reinzufühlen, reinzufummeln, ohne den Kopf zu benutzen, was ja immer eigentlich das Schwierigste ist. Dinge nicht versuchen zu erklären, sondern zu erspüren und auch was zuzulassen. Das empfinde ich als das Schwierigste. Und wenn man das geschafft hat, hat es wirklich diesen befreienden Aspekt, der ja immer wieder beschrieben wird von den Leuten. Ich nehme wahr, aber verstehe es nicht. Ich suche weiter. Bert Hellinger entwickelt die Methode des klassischen Familienstellens in den späten 70er Jahren. Seine These: Jede Familie hat eine Seele und alle sind schicksalhaft miteinander verbunden. Das Aufstellen der Einzelnen bringt Unbewusstes ans Licht. Aber niemand kann mir erklären, wie es funktioniert. Es gibt Versuche von Beschreibungen, so wie vom Biochemiker Rupert Sheldrake, der sagt, das sind die morphogenetischen Felder. Ja, natürlich sind die Wirksamkeit der Spiegelneuronen auch mit im Spiel. Andererseits will auch jetzt die Quantenphysik darin ihre Theorie bestätigt sehen. Aber das ist alles erst im wirklichen Werden. Ja. Meine Mutter ging ganz oft mit Migräne ins Bett. Mein Vater hat lange gearbeitet und das war eine Eiseskälte zwischen den beiden und ich lag dazwischen. Und ich war klein und hilflos und das war schrecklich. Ich habe mich angekuschelt an den Rücken meines Vaters. Ich durfte dann oft in der Mitte schlafen. Ja, ich war Prellbock, nennt man das so? Ich musste ja mit beiden gut klarkommen und wollte auch mit beiden gut klarkommen. Mama, ich bin heute eine erwachsene Frau. Ich habe noch meine Jugendliebe geheiratet. Ich habe funktioniert, so wie man es von mir erwartet hat. Ich habe den auch noch geheiratet, den Mann. Tja, den ersten Mann, den heiratet man ja. Das hat meine Mutter mir noch so als Glaubenssatz mitgegeben. Wenn du mit dem was hast, dann heiratest du den auch. Sonst ist das nicht in Ordnung und dann kannst du auch nicht erwarten, dass ich dich besuche. So weit ging das. Ich habe gehorcht. Ich habe gehorcht, bis ich 28 war. Da war ich das liebe Mädchen. Und dann bin ich ausgebrochen und das hat zu einem Bruch geführt mit meiner Mutter. Ja. Sie hat von mir verlangt, dass ich zurückkomme, dass ich in diese Ehe zurückgehe. Sonst sei ich nicht mehr ihre Tochter. Und das in einem Ton, wie ich es als kleines Kind auch kannte. Schreien, toben, streng sein,
durch Gestik, Mimik und Lautstärke. Mein Vater wurde des Raumes verwiesen. Du gehst jetzt mal raus, ich habe was mit deiner Tochter zu klären. Und da war ich 28. Und ich? Ich denke an meinen Vater, seit ich diesen Film mache. Meine Mutter sagt, ich wäre sein Lieblingskind und dass wir uns ähnlich seien. Ich habe nie verstanden, was sie damit meint. Ich denke, ich war nicht so, wie er es wollte. Meine große Schwester Bettina, sie durfte in seinen Armen sein. Ich wäre immer so gern gewesen wie sie. Das kleine Mädchen gibt es nicht mehr. Und die Sehnsucht nach dem Vater habe ich beim Erwachsenwerden vergessen. Wohin steckt man das, wenn man älter wird? Ich rede nicht viel über mich. Ich mache Filme. Erzähle lieber die Geschichten der anderen. Die stellen keine Fragen. Die Fragen stelle ich. Aufgefallen ist es eigentlich einem Nachbar, der, ich weiß nicht wie oft, auch bei der Polizei beim Jugendamt angerufen hat, dass was nicht stimmt, dass da eine Frau ein Baby gekriegt hat und das Kind war noch nie irgendwie in der frischen Luft. Ich glaube, 2 Wochen vor Weihnachten kam dann die Polizei und meine Eltern waren wieder unterwegs. Und dann haben sie die Tür aufgebrochen und dann haben sie uns gefunden. In den Akten steht, dass ich am Boden gelegen bin und dass ich voll mit Würmern war und überall voll war, Stuhl war, aufgeplatzte Haut und ich habe weniger gewogen, wie als wo ich auf die Welt gekommen bin. Manchmal denke ich schon, dass es nicht meine Geschichte ist. Aber es ist meine Geschichte. Gut, wir beginnen noch einmal. Dein Anliegen, Angelika. Ich traue mich, viele Dinge nicht zu machen. Ja. Obwohl ich sehr viele Dinge schon getan habe, habe ich immer das Gefühl, ich bremse mich trotzdem aus. Ja. Vielleicht Angst. Ja. Ich mache was, ich kann es nicht oder ich habe den Mut nicht, Dinge zu tun. Ich denke auch hauptsächlich, was Beziehung angeht, Beziehungen angeht. Weil eigentlich wäre ich gern in Beziehung, aber auf der anderen Seite liebe ich auch meine Freiheit. Ja, sehr. Ja. Und es geht darum, das sozusagen irgendwie zusammenzukriegen. Ja, dein Freisein. Ja, genau. Also dein Bedürfnis nach einer gewissen Freiheit. Und, und was dich bis jetzt gehindert hat, ist die Angst, wenn du dir das nimmst oder wenn du das tust, das verlassen dann, werden, dann, dass du verlassen wirst. Okay. Ja. Gut, jetzt stellen wir auf. Ja. Wählst du zuerst auf deine Mutter? Ja. Mutter ist hier. Ja. Mein Vater. Vater, gell? Mhm. Ja. Hier, ganz, ganz nah zur Mutter. Ganz nah. Ich weiß einfach, dass sie völlig überfordert waren und mein Bruder mich eigentlich mehr oder weniger ignoriert. So sind dann halt da saufen gegangen und haben halt irgendwie keine Lust gehabt. Und dann auch irgendwie nichts zu essen gekriegt und wir sind auch nicht versorgt worden. Keine Körperpflege, nichts. Im Tun weiß ich, dass ich mich einfach darauf verlassen kann, dass im Menschen, in jedem Menschen, die Liebe ist. Und in der Vorgehensweise vertraue ich dem ganz und gar.
selbst wenn ich jetzt manchmal nicht bis zum letzten, wie soll ich sagen, zum letzten Punkt gehen kann, wo der Mensch dann halt wirklich dorthin geht, weil auch eine große Angst damit verbunden ist, weil sehr oft ein Schmerz die Liebe überdeckt. Ne? Und das wollen Menschen natürlich vermeiden, den nochmal zu spüren. Das bin ich. Darf ich dich drehen? So. Zur Mutter? Nur zur Mutter. Lebenskraft, Lebenswille zu mir, ganz nah zu mir. Danke. Mhm. Das bin ich, Frank, gell? Ja, ganz nah zu mir, ganz nah. Ja, danke schön. Und Thomas ist abseits, weg von, vom Geschehen. Dann brauchen wir jetzt noch die Angst vom Verlassenwerden. Die Angst, die kommt zu mir, also ganz nah. Also Hauptsache nah. Okay, ist es gut so? Geht es erstmal? Okay. Ja, ja. Gut. Dann hast du mir ja mit dem Brustton der Überzeugung gesagt, ich habe ein schönes Leben. Ja, das habe ich. Ja. Trotz allem. Ja, und das stellst du mir bitte auch auf. Das schöne Leben, das kommt so hier so zu mir. Entschuldigung. Ja. So ist es. Ja. Gut, du vielleicht dahin oder so, damit du es gut wahrnehmen kannst. Mhm. Ja? Mhm. Ja? Ja. Das ist wichtig. Mhm. Ich gehe es jetzt nur noch mal durch. Ja? Ja. Das ist deine Mutter. Ja. Ja? Das ist dein Vater. Ja. Ja. Dann alle so standen, in Position waren und ich habe dann gesessen, dann fand ich das so enorm, wie das dann alles so gepasst hat. Ich habe gedacht, irgendwie, wie geht es, dass es jeder die Position einnimmt, die er auch wirklich einnimmt, also eingenommen hat in meinem Leben. Jeder stand da, wo er stehen muss, so wie ich mir das vorgestellt habe, so wie es passiert ist. Und das fand ich unheimlich. Bisschen auch, weil es so stimmig war. Sobald man drinnen steht, macht man die Erfahrung. Und um das geht's. Das ist das Gleiche wie zum Beispiel die Liebe. Ja? Die kannst du ja auch nicht angreifen als solches oder messen. Ja? Aber jeder, der sie erlebt hat, spürt und weiß, dass es sie gibt. Und so ähnlich ist dieses Phänomen. Gut, jetzt tut es euch einfühlen, ja? Und dass man es dann so langsam und deutlich ausspricht. Die Mutter? Ich krieg Wärme von meinem Mann, aber ich habe immer das Gefühl, der kippt gleich um. Mhm. Ich habe Angst vor Frank. Mhm. Und Angst vor dem, was da steht. Ich habe damit, das will ich nicht haben. Mhm. Ich würde hier unheimlich gerne weg. Wie, du hast jetzt Angst vor den Kindern, oder? Ich habe Angst vor Frank. Ja. Und meine Tochter sehe ich kaum. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Mhm. Und Leben. Gottes Willen. Das ist nichts, was ich kenne. Und das Vertrauteste ist dieses Gefühl. Ja. Die Angst vorm Verlassenwerden. Ich fühle mich hingezogen und will aber trotzdem weg. Ich würde gern weg. Mhm. Ich würde gern, dass er mich an die Hand nimmt und weggeht. Mit dir? Mhm. Mhm. Ja, wenn du jetzt deinem Impuls folgst, was jetzt du spürst, wenn du das machst, bitte.
dass es ein angenehmes Gefühl, wenn man rausgeht aus der Rolle. Bleibt trotz allem, also ich fühle mich jetzt auch wie, als hätte ich einen Halbmarathon gelaufen. Also für mich ist es unglaublich, wie stark das körperlich wirkt, was für starke körperliche Symptome das hat. Darf ich noch mehr? Die Mutter holt die Tochter aus ihrem Käfig heraus, stellt sie direkt vor sich hin, schaut sie an. Stellvertretend für die Frau, die ihr Kind so vernachlässigt hat, dass es fast gestorben wäre. Was für ein Moment für die Tochter. Das hat sie sich immer gewünscht und gerade passiert es. Die Stellvertreterin artikuliert das Bedürfnis der echten Mutter aus dem Bauch heraus, als wenn sie dies im wahren Leben gerne getan hätte, es aber nicht konnte. Wie intensiv und tragisch ist das für die Frau, die fast zu Tode kam, weil ihre Eltern sie nicht wollten. Fand ich schon ganz, ganz schwer, anstrengend, traurig, emotional und einfach, wo sie dann so waren in ihrer Position, habe ich irgendwie gemerkt, ich kann anknüpfen oder ich kann damit jetzt endlich mal was anfangen. So, das war ein guter Moment. Ja, der Vater. Zu meinem Nachkommen, da ist nichts da. Und das Einzige, was ich von dem Ganzen mitbekomme, ist das Gefühl, die Angst vor dem Verlassensein, vor dem Alleinsein. Wir schauen uns an und wir verstehen uns da. Ich sehe auch meine Tochter nicht, die nehme sie nicht wahr, die existiert für mich nicht. Gut, das Gefühl des Verlassenseins. Dein Impuls, dorthin zu gehen, wo du hin. Ja, also ich würde das jetzt gern so machen. Ja, so. Das ist angenehm. Und dann würde ich so mit hier so ein bisschen eine Stütze geben. So würde ich das gerne machen. So. Ja, so dass du so bleibst. Bekomme ich aber noch mehr Herzklopfen. Kurzatmig. Kriege kaum noch Luft. Mir ist unheimlich heiß. Und langsam werde ich wütend. Also ich finde das ziemlich ungerecht gerade. Was habe ich denn jetzt noch? Damit nichts anfangen. Das überfordert mich völlig. Und das würde ich gerne wieder weghaben. Weil das ist mein Platz. Ich weiß, dass meine Mutter auch aus einem sehr schwierigen Elternhaus kommt. Ihr Vater war an der Front und ist dann nach dem Krieg nach Hause. Und hat dann auch die Mutter von meiner Mutter misshandelt und geschlagen. Meine Mutter hat das dann alles auch mitbekommen. Sie war die älteste von 4 Kindern und hat dann meinen Vater sehr früh kennengelernt. Sie war 16. Und dann jemand kommt auf einmal und erzählt dann, dass er einen liebt oder dass er einen einfach achtet oder dass man jemand ist. In der Situation habe ich, glaube ich, das Gefühl gehabt, meine Mutter hat sich einfach in meinen Vater verliebt, irgendwie raus aus dem Elternhaus. Ja, jetzt die Tochter. Dieses Verlustgefühl hier vorne, das verbindet mich mit meinen Eltern. Ich habe Zorn und Wut dafür, dass sie mich
weggegeben haben, dass sie mich verstoßen haben, dass sie mich ins Kinderdorf gegeben haben, dass ich nicht zu Hause bei ihnen aufwachsen konnte. Und ich spüre, dass meine Eltern sich schuldig fühlen. Und das ist so eine destruktive Verbindung zwischen uns. Ich komme hier nicht weg. Ich will hier zwar leben, aber nichts geht. Und dann, wenn ich die Eltern vor mir sehe, dann kann ich mit denen aber auch nichts anfangen. So ist es wie ein Puffer. Und das ist die Verbindung, die wir eigentlich haben. Mhm. Jetzt stell dich mal da hinein. Ist noch nicht fertig, aber dass du dich mal da reinstellst. Ja, so. So würde ich mich hinstellen. Also nur, dass du es jetzt mal fühlst, ja. Ne, wie mhm. das ist. Mhm. Ja, wir machen noch die Schritte. Wie, mhm. Ja. Und dass du auch siehst, wo die Angst ist. Mhm. Na, schau mal hin. Mhm. Wichtig ist zu erkennen, weißt du, wo die Angst wirklich herkommt. Mhm. Ja? Mhm. Also dein Vater kennt ja seine eigenen Eltern nicht. Mhm. Ja? Mhm. Er ist im Heim aufgewachsen. Mhm. Also er muss natürlich ein riesengroßes Verlassenheitsgefühl haben. Ja? Mhm. Und deswegen hat er natürlich dann auch getrunken. Mhm. Aber das hat sich jetzt wirklich... Das ist so ein merkwürdiges Wort jetzt in dem Kontext, aber trotzdem, es hat sich wunderbar gezeigt, was die Dynamik ist. Ne? Dass dieses Gefühl ist, so schlimm es ist, ein Heimatgefühl deines Vaters. Ja? Einfach von Grund auf verlassen sein. Ja? Und dieses Gefühl natürlich ist ihm so vertraut und so nah. Mhm. Aber das hat natürlich gleichzeitig die Schwierigkeiten mit deiner Mutter gebracht. Mhm. Ja. Und trotzdem hat genau diese Erfahrung sie aneinander gekettet. Ne? Mhm. Haben sie zusammengepasst, natürlich leider auf schlimme Art wie Schloss und Schlüssel. Mhm. Ich habe die mal erlebt, die beiden, wie die miteinander umgegangen sind. Ich habe gerade eine Krise gekriegt. Er hat die vor meinen Augen getreten. Die lässt sich das gefallen und liebt ihn. Liebt ihn immer noch. Hat ihn immer geliebt. Bis zum letzten Atemzug war meine Mutter bei ihm. So groß war die Liebe. Wie lieben sich eigentlich meine Eltern? Passen sie auch zusammen wie Schloss und Schlüssel, auf verhängnisvolle Weise? Wieder suche ich nach meiner Familie. Was habe ich mit der Frau zu tun, deren Kindheit die reine Hölle war? Oder mit den anderen, deren Geschichten mich so berühren, dass ich an nichts anderes mehr denken kann? Ich wollte nur einen Film machen. Und jetzt reicht mir das nicht mehr. Denn obwohl ich natürlich sehr enttäuscht war, dass mich meine Eltern weggegeben haben. Obwohl ich natürlich sehr enttäuscht war, dass meine Eltern mich weggegeben haben. Und meine Mutter natürlich überhaupt nicht verstehen konnte. Und meine Mutter überhaupt nicht verstehen konnte. Wie sie das tun konnte. Wie sie das tun konnte. Hast du als kraftvolle Lebenskraft? Hast du als kraftvolle Lebenskraft? In mir dafür gesorgt? In mir dafür gesorgt? Dass ich nur verstehen wollte. Dass ich nur verstehen wollte. Und keine Vorwürfe hatte. Und keine Vorwürfe hatte. Das hast du in mir geschafft. Das hast du in mir geschafft. Und das ist ein unglaubliches Geschenk. Und das ist ein unglaubliches Geschenk.
Ich bin richtig zu mit den Sachen, die da passiert sind. Also ich bin richtig wie dicht. Es war jetzt viel auf einmal. Aber ich habe vieles verstehen können. Es ist mir, wo, wenn man das dann so sieht in der Aufstellung, wo die Eltern stehen, was sie eigentlich erlebt haben, wie es ihnen gegangen ist, wo dann die Angst stand und so. Da ist mir, dann wird einem das eher bewusst, wenn man so sieht, was die auch mitgemacht haben oder erlebt haben. Es wird dann leichter, das zu verstehen. Aus der Kindheit her weht ein Klang mir nach, der mir einst die Seligkeit versprach. Ohne ihn wäre Leben viel zu schwer. Tönt sein Zauber nicht, stehe ich ohne Licht, sehe Angst und Dunkel ringsumher. Aber immer wieder durch das Leid, das ich mir erwarb, klingt der süße Ton voll Seligkeit, den kein Weh und keine Schuld verdarb. Wenn man so beobachtet im Laufe des Geschehens, wie die Leute sich freiwillig in eine Situation begeben, die völlig unvorhersehbar ist. Also mit all den Emotionen, die da rauskommen, mit all den auch mit all den Risiken, also offen noch auszusprechen, Sachen, die man vielleicht gar nicht weiß. Das ist sehr mutig. Und ich glaube, oder ich sehe, dass das sehr viel Kraft braucht. Ich finde es vor allem sehr mutig. Und ich erzähle die Geschichten der anderen. Immer noch. Bin ich zu feige für meine eigene? Was ist das mit meinem Vater? Warum denke ich dauernd an ihn, seit ich diesen Film mache? Ich weiß gar nicht, wer er ist. Man stellt keine Fragen, wenn man sich aus dem Weg geht. Ich habe Angst und Zweifel, aber ich habe auch ein Problem. Ich will es lösen. Was kann mir schon passieren? Außer, dass dieser Film nun endgültig nicht nur einer wird über die anderen, sondern auch über mich. Jetzt dein Anliegen? Also ich habe ein Problem mit Beziehungen zu Männern. Mhm. Es klappt irgendwie nie. Also es gibt immer einen Grund, dass es schief geht. Mhm. Es gibt ganz viele Männer in meinem Umfeld, die gab es auch immer. Und es gibt auch ganz viele Möglichkeiten für mich, eine Beziehung einzugehen. Aber mein Eindruck ist, dass ich so lange mit ihnen kämpfe, bis sie weglaufen. Und also zu oft, als dass es ein Zufall ist. Also so dein Empfinden ist, dass die Beziehungen auseinandergehen aufgrund des Kampfes. Ja, ja. Ich will immer der stärkere Teil sein. Aha. Gut. Deine Mutter, dein Vater, die ältere Schwester, dann jemand für dich, dein Bruder. Mein Bruder? Magst du mein Bruder sein? Also seid ihr soweit? Die Mutter? Also dieser Platz ist furchtbar, an dem ich hier stehe. Das erdrückt mich völlig. Die Mutter drängt mich ständig nach rechts und ich habe Angst, dass ich meine Tochter umkippe. Als der Kampf hinter mich gestellt wurde, das Gefühl gehabt, da kommt ein Sensenmann. Ich habe Kribbeln in den Beinen. Der einzige,
der mir hilft, ist mein Sohn. Mein Sohn, es ist wunderbar, das ist die einzige Stütze, die ich habe. Ich würde gern mehr Kontakt zu meinen Töchtern haben, aber ich kann nicht. Ich muss es aushalten. Und wir haben eine schicksalshafte Verbindung hier. Die geht durch uns durch. Also die ist wie ein Schwert. Ihr drei, oder wie? Wir drei. Mhm. Von da nach da. Und der da hinten hat da was mit zu tun. Und ich. Mein Mann ist nicht da. Verfluchter Mist. Der macht nichts, um uns zu stützen. Und ich hätte so gern Kontakt zu meinen Töchtern. Die Mutter drückt jetzt noch mehr. Das tut weh. Gut. Ja. Ja. Der Vater? Also mein Geschehen wird ganz stark dominiert von der Schwiegermutter, die ich so als Kampfmaschine erlebe, die mir die Sicht und den Kontakt zur Frau und zur Tochter komplett wegnimmt. Die nehme ich gar nicht wahr, weil sie im Schatten von der Schwiegermutter stehen. Also zur mittleren Tochter komme ich gar nicht rum, weil die Schwiegermutter das komplett verstellt. Gott, dass wir die Schwiegermutter, die Großmutter fragen, bevor sie uns umfällt. Ja. Also ich kann mich hier kaum auf den Beinen halten. Ich glaube wirklich jeden Moment, ich falle um. Ich will mich hier nicht anlehnen, aber ich muss. Und mein einziger Impuls, ich kriege eigentlich überhaupt nichts mit vor mir, sondern da will ich hin. Ich möchte da hinten zu diesem Kampf und ich sträube mich zwar irgendwo dagegen, aber es funktioniert fast nicht. Mhm. Würde ich diese Nähe da aufgeben, würde ich aus den Schuhen kippen. Mhm. Der Sohn? Mir ist das hier viel zu viel, was von meiner Mutter kommt. Und es ist so eine ganz starke Phalanx, die mein Leben irgendwie dominiert. Ich habe irgendwie Vorwürfe in deiner Richtung. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, Vater. Aber es ist so, du stehst da so lässig drüben, nicht eingebunden und kommst du nicht so wirklich da vor. Und ich hätte mehr gerne von dir. Da fühle ich mich etwas verloren. Ja, die zweite. Wir stehen so eng und ich weiß nicht warum. Ich weiß das nicht einmal, was da ist. Ich sehe nichts. Von hinten bedrückt mich aber nichts. Ich bin da frei. Mir fällt auf, je mehr die Mutter spricht, desto fokussierter wäre ich auf meinen Bruder. Und da schaue ich überhaupt hin. Ich bin gern deine Schwester. Ich bin gern deine Schwester. Es ist schön.
Es ist schön, dass wir immer Geschwister bleiben. Dass wir immer Geschwister bleiben. Du sollst wissen. Du sollst wissen. Dass ich so nah bei der Mama war. Dass ich so nah bei der Mama war. Daran bin ich unschuldig. Daran bin ich unschuldig. Den Papa haben wir beide vermisst. Den Papa haben wir beide vermisst. Und unsere Schwester auch. Und unsere Schwester auch. Die ältere Schwester? Also ich habe eigentlich einen freien Blick nach vorne. Ich habe schon meinen Weg gefunden. Ich habe es geschafft. Ich habe damit nichts mehr zu tun. Mein Bruder zu Rechten nehme ich wahr, aber ich sehe ihn nicht richtig. Spielt auch keine große Rolle emotional. Bettina, du bist meine Schwester. Bettina, du bist meine Schwester. Wir haben uns immer sehr lieb gehabt. Wir haben uns immer sehr lieb gehabt. Und lieben uns auch heute. Und lieben uns auch heute. Ich hatte immer das Gefühl, du bist dem Papa viel näher. Ich hatte immer das Gefühl, du bist dem Papa viel näher. Und ich habe dich drum beneidet. Und ich habe dich drum beneidet. Ich wäre gern öfters an deiner Stelle gewesen. Ich wäre gern öfter an deiner Stelle gewesen. Und du wahrscheinlich an meiner. Du wahrscheinlich an meiner. Wenn man vor den Stellvertretern so etwas ausspricht, was wir alle aussprechen in dieser Rolle, dann fühlen wir sehen die Leute nicht, wir sehen ihnen nicht an, dass sie nur Stellvertreter sind. Sie sind wirklich diejenigen, um die es geht. Das ist ein ganz verrückter Vorgang. Also sonst würde man wahrscheinlich gar nicht weinen. Also sie stehen dann wirklich da. Und das verändert automatisch schon in dem Moment das Verhältnis zu denen. Also ich weiß jetzt, wie ich meiner Schwester gegenüber fühle. Ich weiß, wie ich meinem Bruder gegenüber fühle. Ich habe zwar vorher auch gewusst, dass ich die lieb habe und dass ich die brauche, aber in diesen Nuancen, wie und warum und wie unterschiedlich die in meinem Leben sind, das war mir nicht klar. Also nicht so, wie es mir jetzt klar ist. Und das muss zwangsläufig zur Veränderung führen. Gut, die Mutter, wenn du deinem Impuls folgst. Du bist meine Mama. Du bist meine Mama. Und ich habe immer gewusst, ich bin dein liebstes Kind. Ich habe immer gewusst, ich bin dein liebstes Kind.
Mit mir hast du dich identifiziert. Mit mir hast du dich identifiziert. Vielleicht schon deshalb. Vielleicht schon deshalb. Weil du selbst in deiner Kindheit krank warst. Weil du selbst in deiner Kindheit krank warst. Mit Asthma. Mit Asthma. Und wie ich dann krank war. Und wie ich dann krank war. Hast du mir alles gegeben, was du damals gebraucht hättest? Hast du mir alles gegeben, was du damals gebraucht hättest? Und so sind wir immer mehr fast eins geworden. Und so sind wir immer mehr fast eins geworden. Ich habe erlebt, wie du dich für alle immer aufopferst. Ich habe erlebt, wie du dich für alle immer aufopferst. Für alle da bist. Für alle da bist. Und deine eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr wahrnimmst. Und deine eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr wahrnimmst. Auch das habe ich mit aufgesogen. Auch das habe ich mit aufgesogen. Mein Kinderherz in mir. Mein Kinderherz in mir. Glaubt. Glaubt. Wenn ich nicht so bin wie du. Wenn ich nicht so bin wie du. Wirst du ganz unglücklich. Wirst du ganz unglücklich. Und ich habe das Gefühl, ich könnte es nicht ertragen. Und ich habe das Gefühl, ich könnte es nicht ertragen. Ich fühle etwas wie Stolz, dass ich mich getraut habe, etwas zuzulassen. Was gerade ich eigentlich nie zulasse, weil es Teil meines Problems ist. Stark zu sein, einfach die Dinge, die eben nicht so angenehm sind, eher wegzuspielen, als sie in den Vordergrund zu rücken. Und das war jetzt genau das Gegenteil. In dem Moment, wo die Seele eben berührt wird, kann sich auch was verändern. Ja? Also das ist ja das wichtige Moment, die Berührung. Die Einsicht und die Berührung. Ja? Also das emotionale Erleben. Und noch etwas, Mama. Und noch etwas, Mama. Der Kampf zwischen dir und dem Papa. Der Kampf zwischen dir und dem Papa. Hat mir sehr viel ausgemacht. Hat mir sehr viel ausgemacht. So ganz an deiner Seite seiend. So ganz an deiner Seite seiend. Habe ich gleichsam mit dir mitgekämpft. Habe ich gleichsam mit dir mitgekämpft. Dir war es wichtig, die Stärkere zu sein. Dir war es wichtig, die Stärkere zu sein. Das habe ich auch mitbekommen. Das habe ich auch mitbekommen. Mama, es ist nicht so, dass du mir das gegeben hast. Mama, es ist nicht so, dass du mir das gegeben hast. Das werfe ich dir nicht vor. Das werfe ich dir nicht vor. Ich habe es nur mitbekommen. Ich habe es nur mitbekommen. Ich respektiere dein Bedürfnis, die Stärkere zu sein. Ich respektiere dein Bedürfnis, die Stärkere zu sein. Und darum zu kämpfen. Und darum zu kämpfen. Doch ich lasse es ganz in deinem Leben. Doch ich lasse es ganz in deinem Leben. Mit Liebe. Mit Liebe. Und Respekt. Und Respekt. Durch diesen extremen Schmerz jetzt gerade
Also ja nicht nur an einer Stelle, sondern an so vielen Stellen. Es sind so viele Menschen in meiner Familie, zu denen ich auch ein schmerzhaftes Verhältnis habe, also ein ungelöstes Verhältnis habe. Also wo ich, wenn ich weine, wenn ich meinen Bruder in den Arm nehme, das mache ich im Bewusstsein, im normalen Leben nicht, weil ich es gar nicht so spüren kann. Und wenn man da so durchgeht, dann verändert das, glaube ich, auch die Möglichkeit, mit dem Kämpfen aufzuhören. Also der Prozess, glaube ich, geht so über den Bauch. Die Liebe, die dahinter ist, ist ein wunderschönes Erlebnis. Und das spüren auch die Leute. Und das Weinen innerhalb der Aufstellung ist ja sehr oft ein glückliches Weinen als Berührung. Ja? Es mag zuerst der Schmerz sein und dann ist es ein erlösendes. Der Vater? Aber das wäre es eigentlich schon. Und ja. Du bist mein Papa. Du bist mein Papa. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie sehr ich dich als Kind geliebt habe. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie sehr ich dich als Kind geliebt habe. Und wie sehr ich mich nach dir gesehnt habe. Und wie sehr ich mich nach dir gesehnt habe. Wir haben uns schöne Briefe geschrieben. Wir haben uns schöne Briefe geschrieben. Die mich sehr glücklich gemacht haben. Die mich sehr glücklich gemacht haben. Und wenn du dann nach Hause gekommen bist? Und wenn du dann nach Hause gekommen bist? Waren wir uns fern? Waren wir uns fern? Das war sehr traurig für mich. Das war sehr traurig für mich. Doch jetzt als erwachsene Frau? Doch jetzt als erwachsene Frau? Kann ich mich auch in deine Lage versetzen? Kann ich mich auch in deine Lage versetzen? So wie es für dich war. So wie es für dich war. Und für dich war es so. Und für dich war es so. Dass ich dir deinen Platz bei deiner Frau weggenommen habe. Dass ich dir deinen Platz bei deiner Frau weggenommen habe. Ich durfte dir so nah sein. Ich durfte dir so nah sein. Und mich wollte sie so nah haben. Und mich wollte sie so nah haben. Wie du es dir ersehnt hast. Wie du es dir ersehnt hast. Das war traurig und schwierig für dich. Das war traurig und schwierig für dich. Doch Papa, ich bin unschuldig. Doch Papa, ich bin unschuldig. Ich habe dir den Platz nicht willentlich weggenommen. Ich habe dir den Platz nicht willentlich weggenommen. Das kann ein Kind gar nicht. Das kann ein Kind gar nicht. Doch jetzt kann ich dir aus ganzem Herzen sagen. Doch jetzt kann ich dir aus ganzem Herzen sagen. Der Platz neben deiner Frau, der ist frei für dich. Der Platz neben deiner Frau ist frei für dich.
Also die Erlösung besteht für mich darin, dass ich den Mut hatte. Das ist für mich schon ein Teil der Erlösung, etwas, ein Gefühl zuzulassen, was man eigentlich nicht zulässt oder was man unbewusst nicht zulässt, weil man immer alles so durch den Kopf gehen lässt. Und das jetzt hier hatte überhaupt nichts mit dem Kopf zu tun. Also der Kopf würde sagen, mach es nicht. Aber der Bauch sagt, lass es fließen, lass es raus, mach es. Und das wahrscheinlich ist das sogar der wichtigste Teil der Erlösung. Also wenn man mit diesem Wort operiert. Einfach lassen, einfach fließen lassen, einfach rauslassen und weinen. Zulassen. Einfach lassen. In 3 Tagen durch die Kindheit. Die eigene, die der Eltern, Geschwister und Großeltern. Zurück der Angst entgegen dahin, wo man nie mehr sein wollte. Zurück in Zeiten von Krieg und Vertreibung, Tod, Trauer und Verlust. Alle haben ihre Geschichte und alle haben sie erzählt. Lang verdrängte Schmerzen aus der Kindheit ausgesprochen, aber auch Freude über alles, was lebendig war. Was passiert jetzt mit uns, mit mir und den anderen? Werden wir unsere Traurigkeit verlieren? Mutter und Vater mit anderen Augen sehen? Das Wichtigste daran ist ja, dass es eine Versöhnungsarbeit ist, eine friedensstiftende Arbeit, ja, dass es uns zeigt, ja, und zwar wirklich sichtbar und fühlbar macht, dass der Einzelne in Wirklichkeit kein Einzelner ist. Ja, in seiner Seele leben so viele. Und wenn wir diese Einsicht mitnehmen, dann können wir schon ganz anders mit Menschen umgehen. Ja, dann können wir das, was ein anderer tut, auch anders verstehen. Ja, und das finde ich was Schönes zu mitnehmen. Vertrau deinem Gefühl und nicht dem, was du denkst. Du bist meine Leichtigkeit. Du bist meine Leichtigkeit und ich spüre dich in mir. Du bist die Lebenskraft, jetzt, wo du herkommst. Ich verstehe jetzt, wo du herkommst. Der Lebenswille, wo du herkommst. Und du bist sehr stark. Dem, wo du herkommst. Das war schön und wird mich immer begleiten. Du hast mich lieb, so wie ich bin. Ich lieb, so wie ich bin. Und bei dir habe ich gespürt, ich kann ganz ich sein. Du bist für mich da. Ich bin sehr gut ausgestattet. Vater, du bist sehr gut ausgestattet. Vater, du bist mein Vater. Und ich sage ja dazu. Du bist die Lebenskraft in mir. Ich bin dein Sohn. Ich bin dein Sohn. Und du bist sehr stark.